Die Corona-Krise macht uns allen zu schaffen. Wir alle müssen zu Hause bleiben, die Fans kriegen keinen Fußball, die Vereine müssen von der hohen Kante leben, die manchmal nicht ganz so gut gefüllt ist, wie zum Beispiel beim FC Bayern oder so. Und die Spieler müssen auf ihre Gehälter verzichten. Und trotzdem, sportlich könnte es sein, dass einige von der Pause ziemlich profitieren könnten. Der erste Verein, der einen Vorteil aus der Corona-Pause ziehen könnte, ist der SV Werder Bremen. Und da stellt man sich natürlich erstmal die Frage, könnte es noch schlimmer laufen als in der Hinrunde, beziehungsweise in der bisherigen Saison? Und die Antwort ist natürlich nein. Florian Kohfeldt hat jetzt in der Pause genug Zeit, sich eine neue Überlebensstrategie auszudenken, vielleicht den ein oder anderen taktischen Kniff vorzunehmen und vor allem Standardsituationstaktiken sich zu überlegen und dann eben ins Trainingslager mit einzubinden, denn das wird auf jeden Fall auch stattfinden, bevor die Saison weitergeht. Verletzte Spieler wie Möwald, Pavlenka, Bartels und auch Bittencourt, der im letzten Spiel angeschlagen gespielt hat, eventuell sogar Toprak, der ja eine schwerere Verletzung hat, könnten zurückkehren bzw. kehren auf jeden Fall wieder zurück und so kann Florian Kohfeldt aus dem vollen Kader schöpfen. Und auch Spieler, die eventuell ein bisschen überspielt wirkten, wie zum Beispiel Rashica, Eggestein und Klaassen, können mental eine kleine Pause machen und sich nach dem Ende der Pause dann wieder vollkommen auf den Fußball konzentrieren. Alles in allem werden die Karten neu gemischt und alle fangen mehr oder weniger bei Null an. Es ist also die perfekte Ausgangssituation für den Endspurt im Abstiegskampf der Bundesliga. Manchester City ist auch einer der Clubs, die auf jeden Fall profitieren können, vor allem in der Innenverteidigung. Denn mit drei nominellen Profi-Innenverteidigern im Kader und einem ziemlich jungen noch, ist das einfach nicht gut zu schaffen. Vor allem, wenn sich Aymeric Laporte verletzt. Und das war der Fall am 28. Februar. Ging die Diagnose raus. Einen Monat nach Oberschenkelverletzung musste er passen. Dieser Monat ist jetzt bald vorbei und er kann bald wieder mittrainieren. Die anderen beiden Innenverteidiger sind Nicolas Otamendi, der 35 Jahre alt ist, was sowieso keine so wirklich gute Voraussetzung ist, und John Stones, der vor der Pause auch nicht wirklich in guter Verfassung war und diese mentale Pause jetzt auf jeden Fall gebrauchen kann. Und auch in der Offensive können die Citizens von der Pause profitieren. Der eine ist auf jeden Fall Leroy Sané, der nach seinem Kreuzbandriss jetzt vor der Pause schon wieder gekommen ist und in der Jugend ein bisschen geschnickt hat und jetzt nach der Pause auf jeden Fall weiterhelfen kann im Saisonendspurt und eventuell, falls es einen Wechsel 2020 geben soll, seinen Marktwert eventuell sogar noch steigern könnte. Der zweite im Offensivbund ist Raheem Sterling. Der kam zwar schon gegen Manchester United wieder zurück, war aber nicht wirklich in Topform und kann jetzt diese Pause nutzen, um sein Selbstbewusstsein wieder hochzubringen und sich einfach wieder auf höchstem Niveau zu trainieren. Hochniveau. Die Offensive der Spurs ist komplett zerpflückt, zumindest wenn es nach Verletzungen geht. Harry Kane fällt aus, Heung-min Son fällt aus und auch Steven Bergwijn ist erstmal raus. Beziehungsweise erstmal bis zum Ende der Pause. Denn für Harry Kane geht es jetzt wieder steil bergauf. In 2 bis 3 Wochen soll er eventuell sogar schon wieder trainieren können und auf jeden Fall zum Ende der Pause wird er dann in Topform sein, um den Spurs weiterhelfen zu können. Und auch Heung-min Son soll dann wieder verfügbar sein. Nach seiner Armoperation war er ja in Südkorea und wurde dort erstmal festgehalten, eben wegen der Quarantäne. Aber diese ganzen Ausreiseschwierigkeiten sollten jetzt vom Tisch sein und auch wenn er wieder zurück in England ist, muss er erstmal 2 Wochen in Quarantäne, aber dann geht es für ihn wieder weiter im Training und zum Saisonendspurt sollte er dann wieder fit sein. Und auch zum Schluss noch Steven Bergwijn, der ja im Winter erst gekommen war, um der Offensive der Spurs ein bisschen zu helfen, ist am Ende dann wieder fit, also am Ende der Pause. Der hatte eine Knöchelverletzung sich zugezogen, aber die ist nicht so gravierend, dass er länger ausfällt und deshalb ist dann die Offensive wieder in voller guter Verfassung. Und dann kann José Mourinho wieder aus den Vollen schöpfen, zumindest in der Offensive. Denn in den letzten 8 Spielen, das sind 8 Spiele seitdem Harry Kane weg war, hat man nur 11 Tore geschossen und 11 Punkte geholt. 3 Siege, 3 Niederlagen, 2 Unentschieden. Und das ist eigentlich nicht der Standard, den sich die Spurs erhoffen. Der nächste deutsche Club ist der FC Schalke 04. Die haben nämlich in der Rückrunde nur ein einziges Mal gewonnen. Und zwar am 18. Spieltag, dem ersten Spieltag der Rückrunde. In der Hinrundentabelle war man auf Platz 5. Punktgleich mit dem BVB. In der Rückrundentabelle bisher Platz 15. Mainz, Düsseldorf, Hertha, alle vor den Knappen. Vor der Corona-Pause hat sich auch die ganze Sache mit Alexander Nübel ein bisschen zugespitzt und hat neben dem Platz für ordentlich Rummel gesorgt. Die Schalker werden auf jeden Fall froh sein, wenn sich das wieder ein bisschen gelegt hat und
bis zum Ende der Corona-Pause dann wieder vollkommen der Fokus auf den Fußball ist. Besonders in der Innenverteidigung hatten die Gelsenkirchener unfassbares Verletzungspech. Ozan Kabak sollte bis zum Ende der Hinrunde ausfallen. Das Ende der Hinrunde ist ja jetzt ein bisschen verschoben und wird wahrscheinlich den Anfang der letzten Spiele markieren. Und auch Stambouli und Sané fallen erstmal aus, beziehungsweise sind erstmal ausgefallen, haben große Teile der Hinrunde auch verpasst, sollten aber bis zum Anfang der letzten Spiele, also bis zum Ende der Corona-Pause, wieder fit sein. Omar Mascarell sagt von sich selber, bis Ende Mai ist er wieder fit, könnte dann in den Saisonendspurt noch eingreifen und auch Daniel Caligiuri, der am Ende Februar 8 Wochen ausfallen sollte, hat genug Zeit, sich zu regenerieren und dann bis zum Ende der Pause wieder dabei zu sein. Generell kann Trainer Wagner dann höchstwahrscheinlich aus den vollen schöpfen, einen fast kompletten Kader hat er dann zusammen und kann sich jetzt in der Pause nochmal überlegen, was ist eigentlich in den letzten Spielen so falsch gelaufen? Und der letzte Verein im Bunde ist der FC Barcelona. Luis Suarez ist ein essentieller Bestandteil der Offensive der Blaugrana und wenn er fehlt, dann fehlt einfach was. So einfach ist das. Das letzte Spiel mit Luis Suarez gewann man 4:1. Danach alles nur noch ganz, ganz knapp mit einem Torabstand. Niederlagen sogar gegen Real Madrid und Valencia. Das einzige Mal, wo die Offensive wirklich überzeugt hat, war beim 5:0 gegen SD Eibar. Aber dann glanzlos. 25 Scorerpunkte in 23 Partien ist vielleicht nicht ganz Messi-Niveau, der hat 40 in 31, aber trotzdem essentiell wichtig für den Sturm beim FC Barcelona Luis Suarez und mit viel, viel besseren Titelchancen, wenn die beiden wieder zusammenspielen. So Leute, und jetzt seid ihr gefragt, lasst mich in den Kommentaren wissen, welche Vereine werden auf jeden Fall noch profitieren und welche Vereine werden eher Nachteile haben nach der ganzen Corona-Pause. Schreibt es in die Kommentare. Hier finden noch 2 andere Videos. Schaut ihr euch gerne an. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.